Seid gegrüßt, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht es alle gut und ihr habt euch nicht mit dem Coronavirus angesteckt. Und ja, die Medien, die sagen ja, wir werden uns fast alle anstecken. Also auf jeden Fall 70% der Bevölkerung werden infiziert sein. Und einige werden es ja gar nicht merken, obwohl sie infiziert sind. Ja, ist halt so. Und ja, mal gucken, was noch alles kommt, ob wir noch Ausgangssperre bekommen. Momentan bin ich noch am Arbeiten. Und ja, mal sehen, was der Arbeitgeber irgendwann mal sagt. Und ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, der Campingplatz hat mir eine E-Mail geschickt. Und zwar hatten wir gebucht. Biggesee für Ostern, und er hat eine E-Mail geschickt, dass sie zumachen müssen auf Anordnung. Ja, und daraufhin habe ich natürlich gleich eine Stornierung geschickt. Und ja, es ist leider so, gell? Es ist schwierig momentan, und man sollte ja möglichst drinnen bleiben, nicht mehr rausgehen, beziehungsweise man muss ja mal raus, aber eben nicht mehr unter Menschen gehen, gell? Ja, es ist absolut Katastrophe, wenn man einkaufen geht. Ich krieg kein Klopapier mehr, gell? Ich brauche auch keins. Aber die Leute, die horten ja, das ist ja nicht mehr normal, nicht? Von meinem Arbeitskollegen, der war einkaufen, und vor ihm stand eine alte, ältere Frau, und die hat für 200 Euro Fleisch gekauft. Mehrere Plastiktüten voll, gell? Und oh, sie hofft, die war am Jammern, sie hofft, dass das für 4 Wochen erstmal reicht, gell? Ich weiß gar nicht, die Leute sind irgendwie falsch informiert, gell? Was soll das mit dem Klopapier? Das verstehe ich nicht, gell? Müsst ihr jetzt mehr kacken oder was? Das kann doch nicht sein, ja? Die Regale sind leer, es gibt keine Feuchttücher mehr, es gibt gar nichts mehr in der Hinsicht. Die ganzen Hygieneartikel, Seife, es ist alles fort hier bei uns, ja? Es ist wie verhext, gell? Und keiner weiß eigentlich warum, nicht? Die Lage in Frankreich sieht ganz anders aus, ja? Da sind, da sind die Regale voll mit Klopapier, ja? Da gibt es sowas gar nicht. Allerdings fehlt da was anderes, gell? Und zwar wird die Geburtenrate in 9 Monaten da ziemlich heftig ansteigen, denn es fehlt Wein, ja? Die haben Weinmangel und Kondome, ja? Ohne Scheiß jetzt, ist kein Scherz. Kondome sind ausverkauft in Frankreich, gell? Ja, das gibt's ja nicht mehr. Ja, deswegen wird die Geburtenrate hier in Frankreich ansteigen. Aber hier in Deutschland, gell, da kaufen sie Klopapier. Ich weiß nicht, warum. Verstehe ich nicht. Keiner versteht es so richtig, gell? Warum? Ne? Ja, in diesem Sinne, Leute, so viel kann man doch gar nicht auf den Pott gehen, gell? Auch wenn man jetzt zu Hause ist, gell? Nicht mehr als sonst auch. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Campen? Ja, ich wollte eigentlich das Thema Camping ansprechen. Und zwar, ja, es geht überhaupt nicht weiter. Ostern werde ich die Markise ausrollen vom Wohnwagen, beziehungsweise wir werden die ausrollen, oder werden wir uns im Garten gemütlich machen, ein bisschen grillen und ja, ein bisschen mit den Nachbarn plaudern. Ja, und das war's eigentlich. Und sonst gar nichts. Ne? Ostern habe ich frei und ja, nichts. Es wird nichts passieren, weil man ja auch nichts machen soll in der Hinsicht. Man soll nicht irgendwo hingehen unter Menschenmengen, gar nichts. Ne? Also ab in den Garten und fertig, gell? Ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Jan. Tschüss!